Lieber Herr Dr. Schäuble, Frau Regierungsrätin, Mitglieder, werte Mitglieder der Eidgenössischen Räte, Herr Rektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der UBS Foundation und des UBS Centers for Economics in Society möchte ich Sie zum heutigen Anlass mit einem der bedeutendsten deutschen und europäischen Politiker herzlich begrüßen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Schäuble, sehr herzlich, dass Sie uns die Ehre erweisen, heute zu uns zu sprechen. Als ich das zweifelhafte Vergnügen hatte, mich auch mit expandierenden Schulden herumzuschlagen, war zu Beginn Theo Weigel mein deutscher Kollege. Und er pflegte ein kleines Gedicht aufzusagen, von dem er behauptete, er stamme von Franz Grillparzer, der seinerzeit im königlich-kaiserlichen Finanzministerium in Wien arbeitete, respektiv dichtete. Und es lautete wie folgt: Der Minister des Äußeren will sich nie äußern, der Minister des Innern kann sich nie erinnern, der Minister der Kriege kennt keine Siege, doch nach der Geige des Ministers der Finanzen müssen alle tanzen. Nun, wir beide wissen, dass die Tanzenden ziemlich widerborstig sind und leider meistens in der Überzahl. Gestatten Sie mir nun aber einige Bemerkungen zu unserem Referenten. Wenn einer, der über 50 Jahre in einem Parlament sitzt und nicht schon vor 30 Jahren als Sesselkleber weggewählt worden ist, muss er schon etwas sein und können. Nicht weniger als 14 Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Wolfgang Schäuble seit 1972 seinen Wahlkreis gewonnen. Und das ist ein Vertrauensbeweis, wie er in einer Demokratie einem Politiker nur selten zuteil wird. Aber seine Wählerschaft hat offenbar gespürt, dass da einer am Werk ist, der zupackt, der etwas bewegt, der Klartext spricht, der nicht immer bequem ist, aber auf den immer Verlass ist. So ist denn die Karriere von Herrn Dr. Wolfgang Schäuble eindrücklich. Ich will nur stichwortartig die wichtigsten Stationen hier aufzählen. 1972 Wahl in den Bundestag, 84 bis 89 Chef des Kanzleramtes und Minister für besondere Aufgaben und damit Helmut Kohls engster Berater. 89 bis 91 Innenminister. In diese Zeit fällt einer seiner größten Erfolge, aber auch der größte Schicksalsschlag. Am 31. August 1990 unterzeichnet er den historischen Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR, den er mit dem Verhandlungsführer der DDR, Staatssekretär Krause, in nur 7 Wochen ausgehandelt hat. Und am 12. Oktober wird er von einem psychisch kranken Mann an einer Wahlveranstaltung niedergeschossen und ist seitdem vom dritten Brustwirbel an abwärts gelähmt. Aber mit eisernem Willen nimmt er die politische Arbeit schon bald wieder auf. 91 bis 2000 Chef der CDU-CSU-Fraktion, 2005 unter Angela Merkel Innenminister, 2009 in der verrücktesten Zeit der Finanzkrise wird er Finanzminister und prägt maßgeblich die Arbeit der Eurogruppe, die Sie alle kennen. Damit wird er zum eigentlichen Manager der Eurokrise. Gleichzeitig muss er sich mit den heimischen Finanzen herumschlagen. 2010 das größte Sparpaket in der Geschichte der BRD mit 80 Milliarden. Seit 1969, als Franz Josef Strauß Kassenwart war, der erste Finanzminister, der einen ausgeglichenen Haushalt schafft. Seither ist seine schwarze Null legendär geworden. 2017 Präsident des Bundestages und 2021, als die CDU in die Opposition gehen muss, hält er als Alterspräsident eine bedeutende und mutige Rede zur Eröffnung der neuen Legislatur. Mich haben in meiner politischen Karriere nur wenige Politiker derart beeindruckt wie Sie, Herr Dr. Schäuble, und ich will gerne kurz beschreiben, warum. Wer sich im Internet über Sie kundig macht, stößt auf Adjektive wie hochintelligent, dossierfest, eigenständig, effizient, auch ungeduldig oder Substantive wie Staatsmann, Denker, Disziplin, Pflichtbewusstsein, Loyalität, Arbeitsethos oder gar Fels in der Brandung. Also alles andere als das, was man unter einem opportunistischen, biegsamen und umfragegeleiteten politischen Zeitgeistreiter versteht, wie sie sich heutzutage häufig in der Politik tummeln. Als Finanzminister lässt er sich von klaren und bewährten ordnungspolitischen Prinzipien leiten, Subsidiarität, fiskalische Äquivalenz, wer zahlt, befiehlt, Nachhaltigkeit, spare in der Zeit, so hast du in der Not, Eigenverantwortung oder Einheit von Kontrolle und Haftung. Prinzipien, mit denen man sich nicht nur Freunde macht und mit denen er zeitweise auch
zum Schrecken der EU-Südländer geworden ist. Ich meine das als Kompliment. Auch ich habe lernen müssen, dass man sich als Finanzminister bisweilen mit dem berühmten Satz von Albert Camus trösten muss: Il faut imaginer Sisyphe heureux. Aber Wolfgang Schäuble wusste natürlich auch immer, dass Finanzpolitik nicht einfach trockene Buchhaltung oder gar Selbstzweck ist. Jede Zahl bildet ja Leben, Schicksale, Ereignisse, Prozesse, Konflikte und dergleichen ab. Finanzpolitische Stabilität ist Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und für die Resilienz eines Staates. Aber alles, was er als Politiker unternahm, war eingebettet in seine Vision des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates und nicht nur mit Blick auf seine Heimat, sondern auch auf Europa. So wurde denn auch für seine Verdienste um die Wiedervereinigung und Neuordnung Europas mit dem renommierten Karlspreis ausgezeichnet. Was mich persönlich aber besonders beeindruckt hat, ist sein leidenschaftliches Einstehen für die Demokratie. Er sagte 2018 in einem Interview in der NZZ, die größte Gefahr für die Demokratie sei die, dass man sie für selbstverständlich halte. Und ich glaube, dieser Satz hat sich in der Zwischenzeit als prophetisch erwiesen. Die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie ist ja wahrscheinlich die einzige Regierungsform, die allen Menschen einigermaßen ein Leben in Würde und Wohlstand ermöglicht. Aber sie ist halt störungsanfällig, sie ist verletzlich und das erleben wir ja gerade jetzt tagtäglich, da die Demokratie weltweit unter Druck steht. Und zwar von innen wie von außen. Und der menschenverachtende und brutale Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich in der Zwischenzeit zu einer grundsätzlichen kulturellen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie, Recht und Macht und Menschenrechten und Gewalt ausgeweitet. Und in dieser Auseinandersetzung, deren Ausgang darüber entscheiden könnte, ob die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie nach wie vor globale Vision bleibt oder ob sie zur weltgeschichtlichen Episode schrumpft, steht die Schweiz unverbrüchlich an der Seite der Demokratie. Aber gestatten Sie mir hier noch eine hochpolitische und alles andere als neutrale Bemerkung, bitte um Verzeihung, dass es in dieser historischen Auseinandersetzung Neutralität im Sinne der Gleichbehandlung von Aggressor und Opfer nicht geben kann und darf. Und in solchen schicksalhaften Zeiten sind Stimmen wie die Ihre, Herr Dr. Schäuble, wichtiger denn je. Ich habe das Attentat erwähnt im Jahre 1990, vor 33 Jahren. Immer wenn ich feststelle, dass ich mich selber über irgendein Wehwehchen aufzuregen beginne, deren es im Alter ja das eine oder andere gibt, und wenn mir dann plötzlich Menschen wie Sie in den Sinn kommen, steigt mir als erstens die Schamröte ins Gesicht und zweitens bin ich wieder hochzufrieden. Und das Tempo, mit welchem Sie nach dem Schicksalsschlag die Arbeit wieder aufgenommen haben, der gnadenlose Härte gegen sich selbst, mit der sich Herr Schäuble ins überaus anspruchsvolle Berufsleben zurückkämpfte, sein hohes Arbeitsethos, aber auch seine Loyalität den demokratischen Institutionen und seinen hohen Ämtern gegenüber, machen ihn zu einem Vorbild und nötigen Bewunderung und Respekt ab. Herr Dr. Schäuble, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Bundesrat Villiger, für diese überaus schmeichelhafte Einführung. Ich weiß, dass ich an einem bedeutenden Ort bin und deswegen ist mir eine große Ehre, von Ihnen eingeladen zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Vom Ende der Geschichte schrieb Francis Fukuyama 1989, und dabei über den Triumph der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie. 30 Jahre später ist davon wenig geblieben. Seit Putins Überfall auf die Ukraine herrscht wieder Krieg mitten in Europa. Und jetzt noch der entsetzliche terroristische Überfall auf Israel und die Gefahr eines kriegerischen Flächenbrandes im Nahen Osten mit Hamas und Hisbollah, womöglich gesteuert von den Mullahs in Teheran, vielleicht auch zur Ablenkung vom wachsenden Widerstand für deren Unterdrückungsregime im Iran und vielleicht mit dem Nutznießer Putin und dem Verlierer Ukraine.
Das alles hatten wir nach dem Ende des Kalten Kriegs und des Ost-West-Konflikts nicht mehr für denkbar gehalten. Zwar führte schon in den 90er Jahren der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien zu kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan. Und die erst am 3. Oktober 1990 vollständig souverän gewordene Bundesrepublik Deutschland musste mühsam lernen, dass die Solidarität des Atlantischen Verteidigungsbündnisses, die so bequem unsere Grundlage für Frieden und Freiheit gewesen war, jetzt auch von uns aktive Beiträge und nicht nur friedenspolitische Belehrungen verlangte. In letzterem sind wir immer noch sehr gut, weltweit unerreicht. Und dass Putin mit dem Satz, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen, die alte imperialistische Zielsetzung russischer Politik wieder aufgriff, das wollten wir auch nicht erkennen. Wir hätten es schon bei dem brutalen Militäreinsatz in Tschetschenien sehen können und spätestens in Georgien 2004. Der polnische Präsident Kaczynski sagte damals vorher, erst Georgien, dann die Ukraine, danach Moldawien, dann die baltischen Staaten und dann Polen. Aber wer wollte das in Westeuropa schon damals hören? Und jetzt nach dem Hamas-Terror verstehen wir vielleicht auch besser, dass die Israelis die Drohung aus dem Iran und Teilen der arabischen Welt, Israel radikal von der Landkarte zu entfernen, dass die Israelis das ernst nehmen. Nach der Besetzung von Donbass und Krim 2014 wurden zwar Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt, aber der Bezug von Öl und Gas, insbesondere durch Nord Stream 1 und 2, wurde noch erhöht. Dass wachsende Abhängigkeit auch Erpressbarkeit bedeutet, blendete man aus. Und obwohl die Vorbereitungen für den Einmarsch am 24. Februar 2022 unübersehbar und die Warnungen amerikanischer und britischer Nachrichtendienste eindeutig waren, hofften wir ja bis zuletzt mit Christian Morgenstern, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Seit der Zeitenwende, wie Bundeskanzler Scholz das genannt hat, besinnen wir uns wieder auf Max Webers Unterscheidung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik und darauf, dass Pazifismus als ethische Grundhaltung so wertvoll wie für die Gewährung von Frieden und Sicherheit in dieser realen Welt leider ungeeignet ist. Ich zitiere gern Wilhelm Tell, natürlich in den Worten von Friedrich Schiller: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Oder den alten römischen Satz: Si vis pacem, parabellum. Verteidigungsfähigkeit als Voraussetzung für Frieden und Sicherheit war nicht nur, aber doch ganz besonders für uns Deutsche ein mühevoller Lernprozess, da wir ja mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Katastrophe von Weltkrieg und Auschwitz es zunehmend bequem fanden, uns darum erst gar nicht kümmern zu müssen. Da hat die Schweiz wie in vielen anderen Bereichen staatsbürgerliche Gesinnung uns viel voraus. Und genauso schwer fällt die Einsicht, dass Putins Krieg sich in Wahrheit nicht gegen die Ukraine richtet, sondern gegen die Anziehungskraft freiheitlich-rechtsstaatlicher Demokratie. Dass die Ukraine Russland bedrohte, das hat nicht einmal Putin behauptet. Bedrohlich für Russland war eine Ukraine, die als Teil des zusammenwachsenden Europas und des freien Westens politisch und wirtschaftlich prosperiert und damit eine für Russland gefährliche Anziehungskraft entwickeln könnte. So wie einst die DDR ihre Bürger mit Mauer und Stacheldraht einsperren musste, damit sie nicht buchstäblich davonliefen. Und wenn jetzt jüngst zum Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober wieder fast einmütig geschrieben wurde, das sei alles damals viel zu überstürzt gewesen und man hätte das von Bonn aus der DDR nicht überstülpen dürfen, sondern erst einmal eine gemeinsame Verfassung entwickeln müssen,
dann erklärt sich das eigentlich nur aus völliger Unkenntnis dessen, wie es 1989-90 wirklich war. Die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen in der DDR wollte eben nicht mehr warten, nachdem die Mauer gefallen war. Sie waren ja 40 Jahre lang eingesperrt. Und deshalb siedelten täglich Zehntausende nach dem 9. November 1989 in die Bundesrepublik. Und im Übrigen auch das überwältigende Ergebnis der Freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 belegte das. Die SED-Führung hatte das übrigens immer gewusst und deswegen nichts von Gorbatschows Reformen gehalten. Also richtete sich die Aggression in der Ukraine in Wahrheit gegen unsere Werteordnung. Und deshalb unterstützen wir die Ukraine aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Ob und wie lange wir das durchhalten, in Europa und dem im eigentlich ganz unverzichtbaren Vereinigten Staaten, das ist eine der offenen Fragen. Putin setzt wohl darauf, dass freiheitliche Demokratien mit den Mitteln moderner Informationstechnologie oder besser Desinformationstechnologie leichter manipulierbar und deswegen weniger resilient sein. Gewiss gibt es auch einen globalen Druck in Richtung Beendigung des Krieges. Der Ausfall von Getreide aus der Ukraine verschärft die Nahrungsmittelknappheit weltweit und die Drohung mit atomaren Waffen, geschweige denn der Einsatz selbst, ist auch von China, Indien und anderen Mächten der einst sogenannten Dritten Welt verurteilt worden. Aber die Unterstützung in der Weltgemeinschaft und in den Vereinten Nationen ist, wie sich jüngst bei der letzten Vollversammlung wieder gezeigt hat, auch nicht so überwiegend, wie wir es uns nach den ersten Abstimmungen gerne eingeredet haben. Nicht nur die BRICS-Staaten und ihre Erweiterung zeigen, dass weite Teile Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und damit eine große Mehrheit der Weltbevölkerung die Dominanz der durch die G7-Staaten repräsentierten westlichen Welt weder politisch noch wirtschaftlich oder kulturell und gesellschaftlich akzeptieren und dass sie deshalb die Schwächung der amerikanischen und westeuropäischen Dominanz trotz geringer Sympathie für die verbrecherische Politik Putins eher begrüßen. Und so ist neben der Rückkehr des Krieges auch nach Europa die Veränderung globaler Macht- und Einflussstrukturen genauso Teil der Zeitenwende. Und dabei wird umgekehrt immer klarer, dass die drängenden Menschheitsprobleme nach globalen Antworten verlangen. Allen voran die nun wirklich nicht mehr bestreitbare Gefährdung der ökologischen Lebensgrundlagen. Aber zunehmend natürlich auch die Fragilität von Frieden und Sicherheit, wie vor allem auch durch die Kriege, Terror, Hunger und Klimakatastrophen ausgelöste Migrationsströme belegen oder die mangelnde Unterscheidbarkeit zwischen staatlicher und nichtstaatlicher Gewaltausübung von 9/11 und dem Al-Qaida-Terrornetzwerk Osama bin Ladens über das nicht enden wollende Drama in Afghanistan bis zum wachsenden Einfluss islamischer Terroristen von Boko Haram bis zum islamischen Staat in wachsenden Teilen Afrikas. Und jetzt eben die Gefahr nicht nur für die Existenz des Staates Israels, sondern eines Flächenbrandes im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Man mag es sich ja gar nicht ausmalen, was mit der immer stärkeren Verbreitung von Massenvernichtungswaffen neben bakteriologischen und chemischen, vor allem auch nuklearen Waffen, was das alles zusammen bedeuten kann. Es gibt ja jetzt auch das Gerücht, dass sie eigentlich die Anschläge mit chemischen Waffen geplant hätten, Hamas. Die unglaublichen Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie, die verstärken noch diese globalen Interdependenzen, wirtschaftlich wie politisch. Und die Dynamik der modernen Finanzmärkte, Herr Kollege Filger, die wird dadurch natürlich ebenso getrieben wie durch die ganz aktuellen Bedrohungen durch neue Formen des Cyberwars.
Und neue Entdeckungen werden irreversibel. Das erzählt ja in diesen Tagen der Film Oppenheim wieder ganz eindrucksvoll. Einmal aus der Büchse der Pandora entwichen und nicht mehr zurückzuholen. Für die Entwicklungen in der Gen- und Genmanipulation ist das auch nicht viel anders als mit der nuklearen Energie. Und wer Hararis Evolutionsgeschichte, etwa in seinem Homo Deus oder auch in der kurzen Geschichte der Menschheit gelesen hat, der wird sich nicht wundern, dass Harari selbst die Befreiung künstlicher Intelligenz von menschlicher Kontrolle als neuen Quantensprung in der Evolution und damit als Menschheitsbedrohung versteht. Globale Strukturverschiebungen und globale Abhängigkeiten verschärfen zusammen den systemischen globalen Wettbewerb und viele zweifeln, ob unsere westlichen, wertegegründeten Systeme, freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat, umfassender Schutz der Würde jedes Menschen, soziale Stabilität und nicht nur ökologisch generationengerechte Nachhaltigkeit, ob die heute noch effizient genug seien, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Betrachtet man etwa die Effizienz, mit der China Hunderte von Millionen Menschen innerhalb eines Jahrzehnts aus bitterer Armut zu wachsendem Wohlstand gebracht, oder wie die im Wortsinn atemberaubende Luftverschmutzung von Metropolen wie Peking oder Shanghai auch in etwa einem guten Jahrzehnt beseitigt wurde, durch eine vollständige Elektrifizierung des individuellen Straßenverkehrs, dann kann einem zumindest in unserem besonders überregulierten und schwerfälligen Deutschland auch Angst und Bange werden. Und das passt ja zu der Erfahrung, wie schnell etwa bei Photovoltaikelementen zur Stromerzeugung, wie bei der Elektromobilität im Straßenverkehr China sich im deutschen Markt durchgesetzt hat oder deutsche Kraftfahrzeugproduzenten auf dem chinesischen Markt zur Innovation zwingt. Also sind zentralistische, staatsmonopolistische Strukturen effizienter. Ein neuer Bau der chinesischen Flugplatz wird im Zweifel schon wieder grundlegend erneuert, bevor in Deutschland auch nur das Planungs- und Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist. Der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg lässt grüßen. Aber immerhin, der Hauptstadtbahnhof in Stuttgart wird nach 4 Jahrzehnten nun doch in absehbarer Zeit in Betrieb gehen. Und der vierspurige Ausbau der Rheintal-Eisenbahnstrecke von Mannheim nach Basel wird auch Ende der 30er Jahre vielleicht schon abgeschlossen sein. Allerdings muss der Gotthardtunnel, der ja einmal zeitgleich vereinbart worden ist, inzwischen schon wieder grundlegend renoviert werden. Und wer sich wie ich für Sport interessiert, dem hat schon wehgetan, wenn deutsche Athleten bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft nicht eine einzige Medaille gewinnen. Und dass Frankreich gerade noch eine gewonnen hat, tröstet uns auch nicht wirklich. Aber weil ich schon beim Sport bin, möchte ich die strukturellen Veränderungen in den internationalen Sportorganisationen nicht unerwähnt lassen. Obwohl das vielleicht in der Schweiz oder auch in Zürich ein heikles Thema sein könnte. Auch hier zeigt sich jedenfalls, wie stark große Finanzvolumina disruptive Entwicklungen befördern. Und das gilt eben nicht nur für den Einfluss arabischer Staaten auf den bezahlten Fußball, sondern auch für die mediale Vermarktung großer Sportevents. Tesla belegt das bei der Elektromobilität übrigens genauso. Und innovative Existenzgründer von BioNTech bis zu KI-Startups erleben das genauso, wenn amerikanische Großkonzerne mit um 10er-Potenzen höheren Kapital Innovationen vermarkten und Startups aufkaufen. Also ist Marktbeherrschung nicht nur eine Frage von autoritären, zentralstaatlichen Staatsstrukturen, sondern auch von monopolistischer oder oligopolistischer Konzentration, also vielleicht Silicon Valley versus China-Modell,
Und das führt mich dann zur Interferenz von Wirtschafts- und Sozialsystem und freiheitlicher Demokratie. Die amerikanische Antwort sind Checks and Balances und Antitrust-Gesetzgebung. Die deutsche, zunehmend auch die europäische, ist die soziale Marktwirtschaft zumindest gewesen. Die chaotischen Verwerfungen im politischen System der USA haben angesichts der überragenden politischen wie wirtschaftlichen Führungsrolle Amerikas Auswirkungen auf globale Stabilität. Aber ihre Ursachen sind ja nicht nur mit den Exzessen eines Donald Trump zu erklären, sondern sie gründen schon von Anfang an auf vielfältige Spaltungen dieses Kontinents, die einst im Bürgerkrieg militärisch ausgetragen werden mussten, aber bis heute eben doch auch nachwirken. Und die Methode des Gerrymandering, also der kartellartigen Verteilung vieler Wahlbezirke auf sichere rote oder sichere blaue im amerikanischen Mehrheitswahlrecht mit dem Prinzip "The winner takes it all", das vertieft diese Spaltung genauso wie das System der Wahlkampf- und Kandidatenfinanzierung. Und solche Elemente tragen dann dazu bei, dass das repräsentative System in Vorwahlen und Wahlen nicht mehr wie früher hin zur Mitte integriert, sondern eher zur handlungsunfähigen Spaltung in Extreme. Übrigens wäre wohl auch in Deutschland Adenauers konsequente Politik von Westintegration und europäischer Einigung auch der Vorrang, sehr umstritten damals in Deutschland, für die Stabilisierung freiheitlich-rechtsstaatlicher Demokratie gegenüber dem Wunsch nach schneller Vereinigung des geteilten Nationalstaats. Vielleicht wäre auch diese Politik ohne die erfolgreiche wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die mit dem Begriff Wirtschaftswunder beschrieben und mit dem Namen Ludwig Erhard verbunden ist, wahrscheinlich nicht so resilient gegen alle Widerstände gewesen ist. Und die beruht eben auf einer ausgewogenen Balance zwischen einer auf Markt und Wettbewerb gegründeten Wirtschaftsordnung und einem auf Chancengleichheit und sozialen Ausgleich zielenden Gesellschaftssystem. Der Nestor der deutschen katholischen Soziallehre oder der katholischen Soziallehre in Deutschland, Oswald von Nell-Breuning, hat dieses System als dem Menschen besonders gemäßes bezeichnet, weil es den Einzelnen weder moralisch über- noch unterfordere. Der Einzelne dürfe seinem Eigennutz folgen und müsse doch auch soziale Grenzen, Ausgleich und Nachhaltigkeit akzeptieren. Und dass eine solche Art einer zentralistischen Planwirtschaft weit überlegen ist, dafür haben wir ja im geteilten Deutschland über 40 Jahre geradezu einen realen Modellversuch erlebt. Es waren die gleichen Menschen in gegensätzlichen Systemen, und die unterschiedlichen Ergebnisse sind so frappierend. Und auch heute sorgen sich ja viele, ob angesichts abnehmenden Vertrauens in unsere demokratischen Institutionen, Regierung, Parlamente und Parteien, die Stabilität nicht dramatisch gefährdet werden könnte, wenn zusätzlich zu allem eine längere Phase wirtschaftlicher Stagnation oder gar Rezession hinzukäme. Jedenfalls waren auch beim Ende der DDR nach dem Mauerfall nicht nur die Attraktivität der demokratischen Freiheit, sondern eben auch die weit überlegenen wirtschaftlichen und sozialen Erfolge ganz wesentlich für die Entwicklung in der DDR. Mein Gesprächspartner in meinen vertraulichen Gesprächen als dafür zuständiger Minister im Kanzleramt in den 80er Jahren, mein Gesprächspartner Schalka-Lutkowski hieß er, der nannte das Konsumterror. Und der Führung in der DDR war das alles sehr bewusst. Jedenfalls liegt diese soziale Marktwirtschaft in der Mitte zwischen rein kapitalistischer Marktwirtschaft einerseits und staatlichem Dirigismus unter sozialistischer Gleichmacherei andererseits. Maß und Mitte, wie das in den politischen Grundsatzdebatten heißt,
Und dafür steht neben den ökonomischen Theoretikern von der Ordnungspolitik bis zur sozialen Marktwirtschaft und an Ludwig Erhard, der übrigens schon 1965 mit seinem Appell zum Maßhalten eher Spott als Zustimmung fand. Heute sind viele, die sich in Wissenschaft und öffentlicher Debatte mit der Entwicklung und den Ursachen dieser krisenhaften Zuspitzung befassen, einig, dass Übertreibungen in jede Richtung immer das eigentliche Problem seien. Zu dem ökologischen Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen ist es weitgehend unbestritten, obwohl es immer dann schwierig wird, wenn es um konkrete Schlussfolgerungen geht. Für die Pharmakologen ist die Waage Symbol, also Maß und Mitte zwischen Gift und Heilmittel. Für Justitia übrigens auch. Wer denkt da nicht gleich an Michael Kohlhaas? Denn vom Fiat Justitia et Periat Mundus, wie die Römer sagten, ist es ja auch nicht weit zu unserem nur durch Satiriker oder Kabarettisten noch zu erfassenden bürokratischen und juristischen Perfektionismus. Dabei wussten die alten Römer auch Summum Jus, Summo Injuria. Das ist der eigentliche Grund. Ich sage immer, wir Juristen haben in Deutschland mit unserer Neigung zur Perfektion einen erheblichen Anteil an Schuld auch an dieser ja, uns wirklich lähmenden Bürokratie. Und natürlich ist auch menschlicher Fortschritt, technologische Innovation immer Segen und Fluch, seit Prometheus das Feuer zu den Menschen brachte. In dem Film Oppenheimer, ich habe ihn schon erwähnt, wird das Dilemma der Kernenergie, das schon ihre Entdecker gequält hat, eben wieder eindrücklich beschrieben. Und wer an die Sorgen der avantgardistischen Kommunikationsexperten denkt, Harari habe ich erwähnt, dass die künstliche Intelligenz sich von menschlicher Kontrolle und Beherrschung ablösen könnte, der spürt auch da wieder das uralte Dilemma. Das gilt übrigens für Sorgen und Ängste auch. Auch das kann man übertreiben, wie wir spätestens seit Webers Maschinenstürmern wissen oder auch seit den Prognosen im 18. Jahrhundert, dass London in absehbarer Zeit im Pferdemist ersticken werde, wenn die Zunahme der Pferdekutschen sich so fortsetze. Ja, nun, bei manchen Hochrechnungen in der Corona-Krise habe ich auch mich gelegentlich daran erinnert, dass diese Art von Rechenmodellen dann immer auch ein bisschen zweifelhaft im Ergebnis sind. Und ein ehemaliger Finanzminister, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, grübelt noch immer darüber, wie man verhindern könnte, dass entfesselte globale Finanzmärkte völlig außer Kontrolle geraten. Also wohin man auch schaut, Übertreibung bis zur Perversion in jede Richtung. Nichts im Übermaß. Gnoti Seauton steht seit rund 2.500 Jahren am Apollo-Tempel zu Delphi, Orakel und Menetekel zugleich. Im Freiburger Kreis, einer aus Anlass der Novemberprognome 38 entstandenen oppositionellen Gesprächsrunde von ordoliberalen Wirtschaftswissenschaftlern, Juristen, engagierten Christen beider Konfessionen, suchte man aus der Erfahrung mit der Perversion der totalitären Ideologien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine dem Menschen gemäße wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung. Und daraus entwickelten sich die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft. Übrigens braucht jede freiheitliche politische Ordnung als Stabilitätsgrundlage auch Zugehörigkeit, Identität. In der Schweiz muss man das nicht erläutern. Aber ohne die wird das Mehrheitsprinzip nicht akzeptiert. One man, one vote ist als Grundlage einer gewaltfreien globalen Ordnung nicht einmal ein Traum. Zumal, wenn man weiß, dass das Mehrheitsprinzip allein ja keine Grundlage für eine stabile Freiheitsordnung ist, schon weil es Rechte Einzelner oder Minderheiten
überhaupt keine Berücksichtigung finden. Und deshalb ist das föderale, das subsidiäre Bauprinzip für eine freiheitliche Ordnung dem zentralistischen Ansatz überlegen. Aber auch den kann man durch Übertreibung zerstören, wie der Zustand unserer bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland, wie unserer kommunalen Selbstverwaltung derzeit eindringlich beweist. Und das führt schon zum nächsten Dilemma menschlicher Ordnung. Schutz von Leben und Menschenwürde für jeden Flüchtling und gleichzeitig auch Bewahrung von Aufnahmebereitschaft, Toleranz, Bekämpfung von ausländerfeindlichen Ressentiments. Damit plagt sich deutsche und europäische Asyl- und Migrationspolitik seit fast einem halben Jahrhundert noch immer ohne wirklich überzeugendes Ergebnis herum. Begreifst du aber, wie unendlich leichter andächtig schwärmen als gut handeln ist, sagt Lessings Nathan zu seiner Tochter. Gesinnungsethik oder Verantwortungsethik, Max Weber lässt grüßen, und in Zeiten von Putins Überfall auf die Ukraine muss selbst die evangelische Kirche in Deutschland ihre Position zum Pazifismus neu überdenken. Und wenn die Stärke der sozialen Marktwirtschaft darauf gründet, wie von Bräuning gesagt hat, Nell Bräuning gesagt hat, dass sich die Eigenart des Menschen gerecht wird, dann bleibt natürlich die Frage, wie sich das im globalen Wettbewerb behaupten kann. Der frühere CDU-Generalsekretär Geisler meinte einst, da müsse man eben die soziale Marktwirtschaft weltweit einführen. Aber meine Frage, wie er das machen wolle, konnte auch nicht überzeugend antworten. Demokratie, nationale Souveränität und globale ökonomische Integration, also freier Wettbewerb und offene Grenzen, das sogenannte, nach dem türkischstämmigen Ökonomen Rodrik benannte Trilemma, besagt, dass man nur zwei der drei, Demokratie, nationale Souveränität und globale ökonomische Integration, nur zwei von den dreien könne man miteinander vereinbaren. Und weil jetzt die Sehnsucht nach Geborgenheit in nationalem Zusammenhalt in Zeiten zunehmender weltpolitischer Instabilität offensichtlich wächst, stößt die globale ökonomische Integration auf zunehmend engere Grenzen. Und zum anderen will natürlich auch bedacht sein, wie Menschen und menschliche Gesellschaften sich entwickeln. Schlaraffenland ist abgebrannt, lautet der Titel eines eben erschienenen Buches von Michael Friedmann, in dem er die von ihm gesehene gesellschaftliche Angst vor der Zukunft beschreibt. Man muss den Ton von Michael Friedmann nicht teilen, aber der Befund, dass es unserer Nachkriegsgeneration zu lange zu gut ging, sodass wir im internationalen Vergleich zurückfallen, für den spricht viel. Die jüngsten Leichtathletik-Weltmeisterschaften waren dann eben wohl doch mehr als nur ein Symptom. Und wirtschaftlich sind sich inzwischen nahezu alle einig, dass wir in Deutschland wieder auf dem Weg zum kranken Mann, nicht nur in Europa, sondern zunehmend auch in der Weltwirtschaft sind. Und dazu passt übrigens auch der Leistungsstand unserer Schüler. Neben allen unbestreitbaren sozialen und sonstigen Ursachen, die in vergleichbaren Ländern ja gewiss auch nicht völlig anders gegeben sind, ist es für uns schon bedrückend, dass in fast allen Stufen unseres Bildungssystems das kulturelle Basiswissen, Lesen, Schreiben, Rechnen, genau wie das Leistungsniveau in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Ingenieurwissen, Naturwissenschaften, Technik, eher mäßig ist mit abnehmender Tendenz. Stattdessen gewinnen geringere Wochen- und Lebensarbeitszeit immer mehr Attraktivität und mit der Höhe unserer öffentlichen Sozialbudgets, an denen kann es ja wirklich nicht liegen, sinken die Leistungsfähigkeit der Systeme, wie übrigens auch die Zufriedenheit der Leistungsempfänger fast im gleichen Tempo. Verkehrte Welt. Ich meine, ich habe auch nicht verstanden, wie man glauben kann, dass man mit einem Bürgergeld, wie immer man es jetzt im Einzelnen nennt,
also leistungsloses Grundeinkommen, vermeiden will, dass die Menschen natürlich sagen, wenn ich mitarbeite, nur 200 Euro mehr verdiene, ich würde für 200 Euro den ganzen Monat schaffen. Das ist so gegen jede, es ist einfach gegen die menschliche Natur, nicht? Und deswegen macht es Ordnungen, die nicht vom Menschen ausgehen, wie wir Menschen sind, das wird nicht richtig funktionieren. Irgendwas gewinnen bei uns geringere Wochen- und Lebensarbeitszeiten immer mehr an Attraktivität. Und mit der Höhe unserer öffentlichen Sozialbudgets sinken Leistungsfähigkeit und der Systeme und zugleich die Zufriedenheit der Leistungsempfänger fast im gleichen Tempo. Der amerikanische politische Philosoph oder Sozialwissenschaftler Michael Sandel erzählt in seinem Unbehagen in der Demokratie die immerwährende Auseinandersetzung in der amerikanischen Verfassungsgeschichte zwischen liberaler und republikanischer Freiheit. Also der Freiheit, möglichst selbst für sich selbst viel entscheiden zu können oder der Freiheit, an gemeinsamen Entscheidungen einen möglichst großen Anteil zu haben. Mich hat an seiner Erzählung besonders beeindruckt, wie schon für die amerikanischen Gründungsväter, damals waren noch Väter, heute würde man gendergerecht, wenn auch historisch falsch, natürlich von Gründungsmüttern und Vätern reden. Aber sie waren seitdem immer wieder, haben sie darüber diskutiert und auch darüber gestritten in dieser Debatte, welche Inhalte, mit welchen Inhalten Bildung und Erziehung der nachwachsenden jüngeren Generation wichtig waren, weil sie verstanden hatten, dass jede Generation Verantwortung für die Nachfolgende hat. Und wenn wir uns heute, wir Älteren, über die Jüngeren Gedanken machen, müssen wir uns eigentlich fragen, was wir falsch gemacht oder versäumt haben. Und zu Michel Friedmann zurückzukommen, bei uns sagt der Volksmund, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Ich habe gelegentlich spekuliert, wie lange es dauern würde, bis uns in dem sogenannten Schlaraffenland die sprichwörtlich gebratenen Tauben zum Hals heraushängen würden. Denn Knappheit nur bestimmt den Wert. Überfluss zerstört. Grundlage jeder Ökonomie von Angebot und Nachfrage. Und ohne Grenzen und Regeln übrigens keine Freiheit. Ich habe das in einem Buch über Grenzerfahrungen, was wir aus Krisen lernen können, versucht ein wenig auszuleuchten. Von Hans Mayer, dem großen alemannischen Politikwissenschaftler und bayerischen Kultusminister, erinnere ich an einen Beitrag in einer bildungspolitischen Bundestagsdebatte. Man müsse den Gänsen den Brotkorb höher hängen, damit sie lernten, die Hälse zu strecken. Erziehung heißt eben immer fördern und fordern. Und damit sind wir bei der Finanzpolitik. Weil Geld, Währung am Ende materialisiertes, geronnenes Vertrauen ist, ist eben Geldstabilität kein Fetisch, sondern Grundlage einer leistungsfähigen Wirtschaftsordnung. Und deshalb sind Schuldenbremse oder schwarze Null nicht Ausdruck mangelnder Innovations- oder Gestaltungskraft, sondern sie sind im Gegenteil Grundlage für Nachhaltigkeit, wirtschaftlichen Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. 5% Inflation wären ihm lieber als 5% Arbeitslosigkeit, sagte der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt im Wahlkampf 1972. Das war mein erster Bundestagswahlkampf. Da hat Helmut Schmidt nicht recht behalten, weil eben die mangelnde Geldwertstabilität alsbald zu nachlassender Wirtschaftskraft und damit auch zu wachsender Arbeitslosigkeit führt. Ich vermute übrigens, dass die EZB diese Erfahrung in den letzten 2-3 Jahren, obwohl ich mit Christine Lagarde persönlich gut befreundet bin, auch erst wieder neu lernen musste. Kürzlich hat mich ein Handwerker, der irgendein Gerät in unserer Wohnung repariert hat, als er sich verabschiedet, gesagt hat, er wolle sich bei mir bedanken. Das war nicht in Berlin. Wenn Sie mir da jemand dankt, dann denken Sie daran, dass ich wohl ein bisschen Beitrag geleistet habe, dass die Hauptstadt
geworden sind. Aber in Offenburg habe ich ihn dann gefragt, wofür er sich bedankt. Dann sagt er, für ihre Politik der schwarzen Null. Wir hatten 10 Jahre anhaltenden Wirtschaftsaufstieg und Arbeitslosigkeit. Dann habe ich ihm gesagt, Sie verstehen mehr als viele Nobelpreisträger der Nationalökonomie. Ja, man soll auch als Finanzminister ist der in der hohen Welt dieser Experten den gesunden Menschenverstand nicht ausblenden. Das ist gar nicht so schlecht. Und man soll auch die Menschen als Politiker nicht für dümmer halten, als man selber ist. Das ist immer gefährlich. Da halte ich auch nicht viel. Aber ich habe jetzt natürlich dauernd über unsere deutschen Probleme gesprochen. Ich bitte dafür um Nachsicht. Aber darauf beruhen natürlich meine Erfahrungen und Einsicht. Aber aus manchem lassen sich ja vielleicht auch verallgemeinerte Schlüsse ziehen. Die erste ist vielleicht der erste Schlussfolgerung, und darin nähere ich mich ja der Abteilung Hoffnung, ohne die der Mensch bekanntlich nicht leben kann, dass wir ja immer die jeweils aktuelle Krise für die schwerste halten und dass wir dabei immer übersehen, dass es früher keineswegs alles besser gewesen ist. Und Grund zur Zuversicht besteht in Wahrheit immer. Der amerikanische Botschafter in Bonn zur Zeit von Mauerfall und Wiedervereinigung, also in der ersten Präsidentschaft von Bush Vater, 41, sagen sie in Amerika, Vernon Walters hieß der, der erzählte die Geschichte, wie er als Begleiter eines amerikanischen Generals 1945 durch eine der völlig zerstörten Ruhrgebietsstädte fuhr und dann habe ihn der General auf eine Blechdose mit Schnittblumen in der Fensterhöhle einer solchen Ruine hingewiesen und habe gesagt, dieses Volk wird nicht untergehen. Wer in einer solchen Ruinenlandschaft Blumen in eine Blechdose, in eine Fensterhöhle stellt, der glaubt an die Zukunft. Und da sind wir schnell bei Karl Popper und seiner Lehre von der offenen Gesellschaft, die ja im Gegensatz zu totalitären Staatsformen Fehler und Irrtümer korrigieren könne. Trial and Error. Dazu passt übrigens, dass in der chinesischen Sprache das Schriftzeichen für Chance und Krise ist. Wenn das stimmt mit Chance und Krise, dann sind große Krisen natürlich auch große Chancen. Und ein Problem unserer Wohlstandsgesellschaft ist ja, dass wir eigentlich gegen Veränderungen sind. Wir beklagen zwar immer Reformstau, aber sobald es konkret wird, wollte es doch am liebsten so bleiben, wie es ist. Und deswegen wird ja das Wort Reform bei uns von Politikberatern für Wahlprogramme kaum noch empfohlen. Also schaffen Krisen und Krisenbewusstsein Veränderungsbereitschaft. Und das kann man ja selbst in Deutschlands komplizierter Ampelkoalition beachten. Dabei will ich übrigens auch als Angehöriger der Opposition doch auch um Verständnis werben für diese vom Bundestagswahlergebnis 2021 als mit dem inzwischen in Deutschland verpönten Wort alternativlos erzwungene Koalition von Parteien mit so unterschiedlichen Erwartungshorizonten ihrer Anhänger und Mitglieder. Und dass sich die jetzt bei all dieser Koalition mit Grün, auch mit der SPD, für die FDP ist der Punkt nicht ganz so schwierig, auf massive Waffenlieferungen an die Ukraine durchgerungen hat und dass sie zugleich jetzt endlich vielleicht doch zu einer realistischeren Sicht der Migrations- und Integrationspolitik kommt, das zeigt eben doch, dass Problemdruck auch Veränderungen erzwingt. Das ist für die Basis der Grünen, die einst ja eher als schwärmerische, im Sinne von Nathan dem Weisen, Bewegung entstanden ist, eine gewaltige Herausforderung. Und ich pflege auch oft zu sagen, Regieren ist ein Rendezvous mit der Realität. Aber irgendwie funktioniert es ja doch. Übrigens glaube ich, in der Schweiz mit aller Zurückhaltung eine ähnliche Entwicklung auch zu beobachten. Insbesondere, Herr Villiger, Sie haben es erwähnt, dass die Vorstellung von der immerwährenden Neutralität angesichts globaler Herausforderungen kaum noch ins 21. Jahrhundert passt. Und im Rest Europas hoffe ich auf ähnliche Entwicklungen. Zum einen hat
nicht nur der französische Präsident Emmanuel Macron erkannt, dass die Europäische Union Verantwortung und Stabilitätsinteresse für ganz Europa, also einschließlich des westlichen Balkans, hat. Sie werden sich nicht alle erinnern, dass noch vor kurzem Frankreich im Europäischen Rat gegen eine Beitrittsperspektive für den westlichen Balkan geleistet hat. Inzwischen sieht er das anders. Aber das heißt dann, und hat ja auch diese große europäische Konferenz eingeladen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn ein handlungsfähiger Kern Führungsverantwortung übernimmt und wenn wir Formen und Stufen unterschiedlicher Integration haben. Das war übrigens schon vor 31 Jahren der damals gerade in Frankreich missverstandene Grundgedanke des sogenannten Schäuble-Lamers-Papiers. Unterschiedliche Stufen von Integration bei Führung durch einen stärker integrierten, aber für andere immer auch offenen Kern. So muss heute meines Erachtens, zumal angesichts der ja wirklich ungewissen innenpolitischen Entwicklung in den USA, Europa stärkere verteidigungspolitische Handlungsfähigkeit entwickeln. Dabei würde ich insoweit Frankreich, Polen und Deutschland als Führungskern sehen. Polen mit der einzigen größeren und einsatzbereiten konventionellen Armee, die bilden inzwischen systematisch Reservisten aus, weil sie aus der Ukraine gelernt haben, dass es heißt, si vis pacem, para bellum. Frankreich mit seinen nuklearen Fähigkeiten, deren Schutzgebiet sollte aber natürlich ganz Europa sein, und die müsste dann insbesondere von Deutschland mit dem immer noch größten finanziellen und wirtschaftlichen Potenzial wesentlich mitfinanziert werden, ohne dass man realistischerweise an der nationalen Entscheidungsgewalt Frankreichs über Nuklearwaffen etwas ändern sollte. Mit der Zwei-Schlüssellösung für die in Deutschland stationierten amerikanischen Nuklearpotenziale gibt es dafür sogar eine Art Vorbild. Und wenn ich dann so viel Kritik und Skepsis, jedenfalls bis zum vergangenen Sonntag gegenüber Polen höre, dann rate ich uns im Westen immer dringend, unsere seit dem Ende des Ost-West-Konflikts neuen Partnern im Osten nicht belehrend und überheblich gegenüberzutreten, sondern auf gleicher Augenhöhe. Das gilt übrigens sogar für die sogenannten neuen Länder in Deutschland, die oft auch das Gefühl haben, sie würden uns für im Westen, wir würden glauben, wir seien ein bisschen, schon ein bisschen besser oder was weiß ich. Und das gilt eben für uns Mutatis Mutandis, für unsere neuen Partner in Europa. Aber wieso sollen wir Deutsche gerade, zumal aus der Sicht der Ungarn oder der Polen, denen Freiheit und Demokratie lehren? Das rechtfertigt sich aus unserer Vergangenheit auch nicht so unbedingt. Und gemessen an den Herausforderungen der Globalisierung sind es übrigens alles lösbare Probleme. Und ganz gewiss würde übrigens ein handlungsfähigeres Europa einen eher stabilisierenden Einfluss auf die Vereinigten Staaten von Amerika ausüben, schon weil wir dann ja als Partner relevanter sind. Und Partner brauchen die USA in den sich verschiebenden globalen Machtproblemen und Machtstrukturen auch. Die werden übrigens, da bin ich ganz optimistisch, nicht so einfach zu chinesischer und schon gar nicht zu russischer Dominanz führen. Bei Russland, das ja entgegen fast allen Erwartungen kaum in der Lage ist, die Ukraine zu besiegen, das erinnert ja schon sehr an Stalins Blamage im finnischen Winterkrieg, und dass sich beim nordkoreanischen Schurkenstaat um Waffen und Munition bemühen muss. Naja, da braucht es wirklich keiner Begründung, dass die nicht weltpolitisch dominant werden. Und bei China zerbröseln nicht nur die Träume einer neuen Seidenstraße, konnten wir gerade letztes Wochenende sehen, sondern die BRICS-Staaten, war auch ein paar Wochen zuvor gerade, die haben nicht nur die BRICS-Staaten, sondern aber insbesondere auch Indien haben hinreichend klargemacht, dass sie westliche Dominanz nicht durch chinesische ersetzen wollen. Wahrscheinlich weiß das auch China selbst. Oder wie sonst sollte man erklären, dass Englisch für chinesische Abiturienten Pflichtfach ist
und dass die nach Xi Jinping folgende Führungsgeneration der KP Chinas ihre Kinder fast ausnahmslos im Westen, in den USA, in Kanada oder Europa studieren lässt? Und warum sollte die Menschheit, die auf dem Weg ist, das Weltall zu erobern, nicht auch in der Lage sein, den durch die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen drohenden Weltuntergang zumindest hinauszuzögern, wenn wir jetzt noch neben Europa auch die USA und die China mit der Bekämpfung des Klimawandels zumindest partiell ernst machen. Und dass Brasilien von Präsident Lula da Silva übrigens mit dem Aufhalten der Zerstörung des Amazon-Regenwalds auch. Trial and Error. Die amerikanische Antitrust-Politik gegenüber der Dominanz von Silicon Valley lässt hoffen. Und bei China deute ich, wie viele andere, die Rückkehr Xi Jinpings zu Maos Herrschaftsanspruch auf Lebenszeit eher als Zeichen der Schwäche, wie auch die für China ja ganz untypische Ungeduld gegenüber Taiwan. Und damit zum letzten und für mich entscheidenden Punkt für Zuversicht, was die Zukunft der freiheitlichen Demokratie anbelangt. Während wir selbst an dieser Zukunft zweifeln und auch tatsächlich überall in der westlichen Welt, in Amerika wie in Europa, für zunehmende Schwächen der demokratisch-rechtsstaatlichen Strukturen vieles spricht, aber gleichzeitig erfreuen sich bei all den Menschen, die nicht in solcher Ordnung das Glück haben, leben zu dürfen, diese Werte und Institutionen einer ungesprochenen, ja wachsenden Anziehungskraft. Der arabische Frühling war dafür Beweis, und selbst wenn er erst einmal gescheitert zu sein scheint, wird das nicht von Dauer sein. Im Iran übrigens auch nicht. Also da glaube ich auch an Frauenpower, genauso wie in Afghanistan. Und in der Türkei auch nicht. Und jedenfalls fürchten die autoritären Machthaber genau diese Anziehungskraft. Putin in der Ukraine, Xi Jinping in Hongkong und Taiwan und Erdogan auf dem Taksimplatz. Also immer wieder, wir schätzen weniger, was wir selbstverständlich zu besitzen glauben. Aber wenn es gefährdet erscheint, wächst die Achtung wieder. Und auch die Zeitenwende zweiter Teil, die nach dem Terrorüberfall auf Israel entstandene Gefahr eines Flächenkrieges, eines Flächenbrandes über den Nahen Osten hinaus, ändert an dieser Zuversicht grundsätzlich nichts. Vielleicht ist die Zwei-Staaten-Lösung, die mit der Ermordung von Sadat und Rabin, übrigens durch jeweils eigene Fanatiker, ja zunächst einmal der Osloer Prozess zerstört worden ist, heute näher gerückt nach dem Überfall, als er ein paar Wochen zuvor gewesen ist. Und wenn wir zumal angesichts der Tendenz in der amerikanischen Innenpolitik noch nicht so genau wissen, wie die Verschiebung globaler Einflussstrukturen sein wird, vielleicht zeichnen sich auch hier neue Lösungen ab. Das deuten ja schon Stellungnahmen und Vermittlungsangebote aus der arabischen Welt, aus China oder der Türkei an, oder auch die Aussagen von Präsident Biden, von dem ich übrigens finde, dass er eine jedenfalls außenpolitisch unglaublich abgewogene Politik in diesen großen Weltpolitik. Ja, da kann man sehen, dass auch fast 80-Jährige doch manchmal noch zu vernünftigen Gedanken fähig sein können. Also, Voraussagen sind ja laut Mark Twain insbesondere für die Zukunft schwierig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen hoffe ich doch, dass die Menschheit auch aus der von Christopher Clark in seinen Schlafwandlern, über wie die damals in den Ersten Weltkrieg hineingetaumelt sind, gelernt hat. Zumal wir es ja hier nicht mit Verbrechern zu tun haben, die nicht schlafwandlerisch in sowas reintaufeln, sondern das absichtsvoll betreiben, aber damit auch entsprechenden Widerstand. Der Satz, den Sie von mir zitiert haben, dass die Demokratie stark sei, solange die Menschen sich für sie engagierten, den hat nach meiner Erinnerung Obama in seiner Abschiedsrede als Präsident der Vereinigten Staaten gesagt.
ich zitiere, wenn ich nicht Obama zitiere, lieber unseren deutschen Meister Goethe: Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Und damit, meine Damen und Herren, die Zukunft der freiheitlichen Demokratie liegt in unseren eigenen Händen. Herzlichen Dank. Zeit für Fragen, um Fragen zu stellen. Sie können übrigens auf Menticom auch Fragen schriftlich eingeben, wenn Sie wollen. In der Zwischenzeit sind schon ganz viele Fragen hier eingetroffen auf Menticom, und mit diesen Fragen möchte ich einleiten, und dann nach zwei Fragen möchte ich auch die Diskussion im Publikum eröffnen. Eine Frage, die sehr viel Zustimmung erhalten hat, lautete: Wie können wir die politische Partizipation und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in demokratische Institutionen stärken? Also welche konkreten Dinge können wir hier machen? Das Erste ist, der Staat muss zeigen, dass er handlungsfähig ist. Wir Politiker sollten immer klar sagen, dass der Staat keineswegs alles kann. Übrigens hat der baden-württembergische Finanzminister Bayers, der ist von den Grünen, aber es Ich habe ihn schon als Finanzpolitiker. Nein, ich habe ja schon freundlich über die Grünen geredet, aber ich kenne ihn schon, als er Finanzpolitiker war, noch in meiner Zeit als Finanzminister im Bundestag. Der hat kürzlich den Satz unseres Bundeskanzlers, der gesagt hat: You never walk alone, den hat ihm jemand aufgeschrieben. Das ist ja ein wunderschöner Satz. Obwohl Olaf Scholz, muss ich jetzt dann doch sagen, nicht, weil ich als ein großer Fußballfan bin, von Fußball hat Olaf Scholz ganz offensichtlich keine Ahnung. Aber der Satz klingt für einen Fußballfan schön, aber Bayers hat gesagt, für einen Kanzler sei er ganz falsch, denn er wecke den Eindruck, der Staat könne jeden Verlust kompensieren. Und so geht es zurzeit in der deutschen Politik. Ja, das muss halt dann der Staat bezahlen. Der Staat kann aber nicht alles bezahlen, das wissen die Menschen auch, deswegen bin ich ganz sicher, das Erste, was man tut, also erst muss der Staat das, was er kann, Sicherheit nach außen und innen gewährleisten. Das ist einer der Gründe, die man vom Staat erwartet. Dann sollte er nicht zu viel versprechen, sondern auch sagen, was er kann und was er nicht kann. Dann sollten wir nicht die Menschen für weniger klug im Sinne von allgemeinem, von gesundem Menschenverstand halten, wie es wir selber sind. Die Menschen wissen ganz genau, wenn sie dauernd die Versprechungen hören, auch im Wahlkampf sollte man da sehr vorsichtig sein, gewinnt man nicht Vertrauen, weil sie es uns nicht glauben. Und das ist schlecht. Demokratie beruht auf Vertrauen, und deswegen sage ich, lasst uns doch einfach, denn Luther hat einmal gesagt, man soll dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Und wir reden nicht, wir schauen nicht aufs Maul, sondern wir haben ja unsere Expertenphrasologie, nicht? Aber wir reden nach dem Mund, und genau das falls andersrum. Und so, und dann die Menschen nicht unterschätzen, die wissen das selber schon, dass nicht alles geht. Und dann, wenn man es ihnen dann noch ein bisschen sagt, dann wird es auch so. Also deswegen erkläre ich mir immer, viele haben sich immer gewundert, warum ich auch als ein Finanzminister, der übrigens immer ein mürrisches Gesicht gemacht hat, da war natürlich, das habe ich dann so erklärt, dass ich gesagt habe, ein mürrisches Gesicht erspart mir 90% aller Gespräche, weil die wollen immer was von dir, weiß ich nicht. Ja, der Finanzminister, der wahre Wilhelm Tell, der Starke, ist am mächtigsten allein, man hat keine Freunde, schon gar nicht in den eigenen Reihen, aber das ist so, nicht? Aber, also gut, ja. Vielen Dank. Eine zweite Frage. Sie können übrigens aufzeigen, ich habe meine Augen auch hier, wenn ich lese. Momentan gibt es niemand, also stelle ich noch eine Frage, die sehr aktuell ist. Wie beurteilen Sie die steigende Beliebtheit der AfD?
Die was? Ich habe... Nein, ich habe so deswegen ein Problem. Ich finde, wir reden viel zu viel über die AfD. Wenn man Umfragen anschaut, ich bin noch nicht mal so ein großer Anhänger von Umfragen, aber wenn man sie ein bisschen liest, dann stellt man ja fest, dass die Bereitschaft, AfD eventuell zu wählen, größer ist als die Übereinstimmung mit irgendwelchen Inhalten der AfD. Das Einzige, was dazu führt, ist, dass die Menschen nicht sehen, dass der Staat seine grundlegenden Aufgaben erfüllt. Wir hatten schon mal, die AfD ist zunächst einmal entstanden in der Migrationsfrage. Das war die erste Phase. Die ist mir damals gelungen. Den ersten Asylkompromiss 92 habe ich mit meinem jetzt gerade verstorbenen damaligen Kollegen, Fraktionsvorsitzenden von der SPD, Hans-Ulrich Klose, gemacht. Und wir haben nichts anderes gemacht, als was für die SPD schwierig war, den Inhalt der Genfer Flüchtlingskonvention, den Regelungsgehalt der Flüchtlingskonvention in unseren von der deutschen Juristenhypertrophie verhunzten Satz, politisch Verfolgte genießen Asyl, hineinzufügen. Der hatte keinen Gesetzesvorbehalt. So konnten wir nichts machen, dass ein in Basel lebender Mensch 6 Jahre lang Sozialhilfe in Lörrach bezogen hat, weil er behauptet hat, er sei politisch verfolgt in Basel. Und bevor das nicht in letzter Instanz, und da gab es ganze darauf spezialisierte Anwaltskanzleien, 6 Jahre haben sie locker prozessieren können und so lange haben sie in Deutschland Sozialhilfe bezogen. Und da natürlich auch ein Illegaler, der in Deutschland lebt, einen Anspruch nach der Menschenwürde, nach demselben Sozialhilfeleistungen hat, wie jeder nicht illegal Aufhältige. Schauen Sie, wir haben so eine tolle Geschichte, kann ich Ihnen auch nur raten, lassen Sie die Finger davon. Dieses 49-Euro-Ticket. Ja, die bringen ja nicht mehr Menschen, die bringen ja nicht Menschen von der Straße weg, sondern die bringen Menschen, die bisher zu Hause bleiben, auf die Züge. Und das kriegen übrigens auch illegal Aufhältige. Also, es ist so wie mit dem leistungslosen Bürgereinkommen. Das macht keinen Sinn. Sie müssen Anreize so setzen, dass sie die Menschen fordern und fördern. Und nicht nur fördern. Ja, und insofern, wenn wir unsere Politik besser machen, das ist ein Ausdruck, dass wir es nicht schaffen, genügend Vertrauen bei den Bürgern zu finden. Da kann ich auf andere schimpfen. Und je mehr wir darüber reden, umso falscher ist es. Wir haben ursprünglich mal geglaubt, das habe ich auch lange geglaubt, naja, irgendwas Rechtes, das wird uns nicht wie in Frankreich oder sonst wo passieren. Dafür, das ist dann das, was wir Hitler und Auschwitz verdanken. Das zählt heute nicht mehr. Zählt heute nicht mehr. Und deswegen müssen wir halt jetzt, haben wir die Entwicklung auch. Und wenn man nur, wenn dann haben die Leute bei uns angefangen, und zwar ganz normale Menschen, so wie ich, Sie hoffentlich auch, zu sagen, bloß weil ich sage, wir können nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Nicht nur schwärmen, sondern handeln. Sind ich doch deswegen kein Nazi. Aber so klang es ja ein bisschen, dass man das nicht sagen darf. Und das hat dann das Gegenteil bewirkt. Und jetzt können Sie damit gar nichts mehr machen. Das Beste ist, wir reden nicht mehr über solche Dinge, sondern gewinnen das Vertrauen zurück durch entschiedenes Handeln. Und ich beobachte den Politikbetrieb jetzt aus einer gewissen Distanz, aber umso aufmerksamer. Und habe die Hoffnung, dass sich auch da gerade was bewegt. Okay. Also Sie sind auch hier zuversichtlich? Immer. Weil es ja in unseren eigenen Händen liegt, verstehen Sie? Ja. Das ist mein, warum soll, wenn es an uns Menschen liegt, warum soll man nicht zuversichtlich sein, wenn die Demokratie das Richtige ist? Ja, ich habe sehr viel Sympathie dafür. Ich betrachte immer die langfristige Periode und da ist es eigentlich immer besser geworden, nicht? Wenn man über 100 Jahre schaut. Es ist nur immer in der kurzen Frist, dass man glaubt, man ist in der Krise. Ja. Hier hinten gibt es eine Frage. Ich habe 2 Fragen. Erstens, was denken Sie, wer hat Nord Stream 2 gesprengt? Was? Zweitens,
Über die Schweiz? Nein. Nein, die Frage lautet, wer hat Nord Stream 2 gesprengt? Ja. Ja? Und also ich habe Vermutung, aber ich möchte gerne wissen, was Sie dazu denken. Und zweitens, kennen Sie den Kalergi oder den Hutton-Plan? Welchen Plan? Den Hutton-Plan, ich kenne ihn auch nicht. Oder den Hutton-Plan, ich weiß es nicht. Was Sie also, ich kann da mit dem Zweiten gar nichts anfangen. Ja. Und die Mutmaßungen, ich kenne auch die man halt... es gibt einige mehr oder weniger plausible Annahmen. Es gibt ja auch eine Reihe von Indizien. Die Bundesanwaltschaft führt auch eine mit, also unsere deutsche Bundesanwaltschaft, der Generalbundesanwalt führt auch ein Ermittlungsverfahren, andere auch. Und nun können Sie aber nicht ganz sicher sein, ob da nicht auch Spuren gelegt werden, um falsche Spuren zu legen. Und dann wird es kompliziert. Wir wissen ja auch noch nicht, was da zwischen, auf dieser Leitung da zwischen Finnland und den baltischen Staaten jetzt vor ein paar Wochen passiert ist, wobei auch da die Finnen sagen, es muss ganz eindeutig eine Auswirkung von außen gewesen sein. Aber wenn ich jetzt öffentlich eine Vermutung äußere, mache ich denselben Fehler, von dem ich anderen sagen, wir wissen es nicht genau, aber es gibt relativ viele Anzeigen. Im Übrigen nützt es auch gar nicht viel. Schauen Sie diese Rakete, die da vor ein paar Tagen in diesem Krankenhaus im Gazastreifen so entsetzliches Unheil angerichtet hat. Es ist inzwischen, glaube ich, bewiesen, dass sie jedenfalls nicht von den Israelis gekommen ist, was da diesen Schaden verursacht hat. Man vermutet sogar, es war gar nicht Hamas, sondern es war es gibt ja noch andere Terrorgruppen, Islamischer Staat, der hat auch zum Teil im Gaza-Gebiet sein. Und wahrscheinlich war es noch nicht einmal Absicht, sondern ein Unfall oder eine Dummheit oder Versehen. Denen, die dabei ums Leben gekommen sind, nützt es auch nichts. Das eine nicht wie das andere. Aber Sie können damit nicht aus der Welt schaffen, dass der Hass und in der arabischen Welt und weit darüber hinaus und das Mitleid mit der Bevölkerung im Gazastreifen, die ja von Hamas auch zu Geiseln genommen werden. Das ist ja unstreitig, es ändert aber nichts daran. Und das ist die Wirkung. Deswegen gehen diese öffentlichen Kommunikationsprozesse sind wirklich schwierig. Weswegen ich heute sogar stärker dazu neige, öffentlich-rechtliches Rundfunk und Fernsehen neben privatem Fernsehen für notwendig zu halten. Ich fange sogar daran nachzudenken, ob wir nicht angesichts der Dominanz in den sozialen Netzwerken, wo ja nicht mehr auf die Richtigkeit, sondern nur auf die Zahlen von Followern und wo wir keine gemeinsame Öffentlichkeit haben, ob wir nicht auch versuchen sollten, den Zeitungen irgendwie, die Printmedien jedenfalls ein Stück weit noch zu stärken. Aber es ist auch eine komplizierte Debatte. Und man kommt dann auch schnell an den Punkt, wo man sagt, nee, eigentlich sollte der Staat nicht noch mehr an sich ziehen. Aber vielleicht müssen wir im Sinne des Bückenfürzend Diktates oder Satzes, der ist ganz bei uns berühmt, dass der freiheitliche Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebe, die er selber gar nicht zu schaffen in der Lage sei. Vielleicht müssen wir doch auch ein Stück weit im Sinne der Daseinsvorsorge an den Voraussetzungen mehr arbeiten. Aber natürlich zuallererst in der Schule, Bildungs- und Erziehungssystem. Jetzt gibt es hier noch eine Frage und dann hier. Und ich finde erst Ihr Vortrag war sehr gut, aber ich habe eine Frage. Meinen Sie nicht, dass die Probleme der Demokratie kommt von den Parteien? Zum Beispiel, was jetzt in Tunesien, der Kais Saied macht der Präsident, eine Wahl ohne Partei. Wenn Sie sehen, jetzt in Frankreich, in Deutschland, einmal Wagenknecht, ein Tag kommen die Grünen, einmal die AfD, einmal Merz wird wieder zurück. Die Leute sind müde. Jedes Jahr eine neue Koalition. Und das finde ich, das Problem der Demokratie sind die Parteien. Naja, es gibt eine direkte Demokratie, wo man das Volk direkt, die Nationalrat direkt wählt.
Uni, diese, sehen Sie die Probleme in Deutschland, woher kommen Sie das? In Frankreich, in England. Sehen Sie jetzt diese Woche in Deutschland, wie viele Parteien wollen Sie wieder zurück? Die Leute sind müde, Herr Stoppel. Ich finde Ihren Vortrag sehr gut und ich bin ein Fan von Ihnen. Aber ich finde diese Demokratie modern muss man auch einmal erwähnen oder die Leute darüber denken. Ich bin auch ein Freund von der freiheitlichen Demokratie. Aber man muss auch die anderen Modelle die Chance geben, das meine ich sonst nichts. Also mehr direkte Demokratie. Sie sprechen den Schweizern aus dem Herzen. Ja, in der Schweiz funktioniert die direkte Demokratie nach meiner Meinung in einer sehr eindrucksvollen Weise. Ich bin ja der Schweiz benachbart. Ich bin Südbadener, nicht? Also ich hab's nach Zürich oder nach Bern sehr viel näher als nach Berlin von Offenburg, nicht? Und das ist auch in der Mentalität vielleicht mehr zur deutschsprachigen Schweiz als zur rätoromanischen oder auch zum Tessin ein bisschen, obwohl, ja doch, ich kenne auch die Schweiz. Wissen Sie, aus welchem Buch ich am meisten in der Schweiz, von der Schweiz verstanden habe? Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, von Jonathan Steinberg, ein britischer Historiker, der mit einer Schweizerin verheiratet ist. Ich habe gefragt, warum haben Sie ausgerechnet über die Schweiz geschrieben? Ja, sei mit einer Schweizerin verheiratet. Why Switzerland? Ist eine wunderbar erklärt er die Schweizer Strukturen. Aber das Modell der Schweiz ist auf andere nicht übertragbar. Da klappt es, wenn Sie in Deutschland, aber es werden nicht viele meiner Kollegen im Deutschen Bundestag sein, die mal die Abstimmungsunterlagen, die offiziell bei einem Volksentscheid immer herausgegeben werden. Das ist ja hohe juristische Kunst auch, wie da das Für und Wider dargelegt wird, also dass man damit dann für die Entscheidung mit einem gewissen Ratio, im Übrigen mit allem Respekt, das Ergebnis von Volksentscheidungen in der Schweiz zeigt immer einen relativ hohen Stand demokratischer Reife. Also, aber ja, ich meine, deswegen habe ich auch einen großen Respekt für die Schweiz und auch für meine Kollegen gehabt, mit denen ich auch mit den meisten auch ein Stück weit freundschaftlich verbunden war. Ich will jetzt nicht einzelne Namen nennen, weiß man nicht, ob jemand. Zu Christoph Blocher, der zu meiner Zeit für Innenpolitik, als ich Innenminister war, zu dem habe ich immer gesagt, der hat eine Zeit lang gebraucht, bis er gemerkt hat, dass ich ihn versucht habe zu veräppeln. Ich habe zu ihm gesagt, Christoph, du bist doch ein wunderbarer Mensch. Das Einzige, was mich stört, ist, dass du so furchtbar darauf drängst, dass die Schweiz in die EU kommen soll. Er hat es irgendwann begriffen. Nicht? Meine Art von Humor muss man auch mögen, nicht? Oder zumindest sich daran gewöhnen. Ja. Okay, letzte Frage hier. Ja, Sie haben von Vertrauen gesprochen und von Vertrauen braucht ja auch freien Raum für eine freiheitliche Demokratie. Und Sie haben gesagt, es gibt viele Kräfte, vor allem auch Juristen, die eben diesen Freiraum eingrenzen. Was kann die Politik konkret tun, um diese Freiräume wieder größer werden zu lassen, sodass sich die Einzelne und auch diese einzelnen Institutionen wieder freier bewegen können? Sodass wir nicht die Nachteile von Demokratie mit den Nachteilen von autoritären Systemen kombinieren, sondern das Gegenteil machen. Aber ich meine, Freiheit gibt es nicht ohne Grenzen. Genau, aber wenn die Grenzen zu eng sind, ist auch keine Freiheit da. Also deswegen ist immer die Frage der Balance. Deswegen ist ja mein Leitsatz nichts im Übermaß. Nichts im Übermaß, in die eine und in die andere Richtung nicht. Also Balance, das ist übrigens wenn ich an meinen frühen Physikunterricht denke, ist es ein immer ein labiles Gleichgewicht, kein stabiles. Das verändert sich. Auch die Einstellung zu Migration und Integration verändert sich. Nur eine Politik, die glaubt, sie müsse nicht auf solche Dinge reagieren, weil sie ja Recht hat, das ist auch falsch. Sie muss das schon verstehen, begreifen. Sie sollte allerdings führen. Ich halte viel davon, dass Politiker einen Führungsanspruch haben sollten. Ob sie den durchsetzen, das müssen sie dann überzeugen. Das müssen sie in der Konkurrenz überzeugen. Aber gehen kann es schon. Noch einmal, ich war
als Finanzminister ungeheuer populär. Deswegen konnte ich auch etwa die Politik von Frau Merkel in Sachen Nord Stream, was man als Mitglied ihrer Regierung eigentlich nicht machen sollte. Es hat sie auch geärgert, aber ich habe es trotzdem gesagt, dass ich es für völlig falsch halte, weil ich auch gesagt habe, wir Deutsche können doch nicht in einer solchen Frage gegen alle unsere europäischen Partner und auch gegen die Amerikaner. Es ist einfach falsch. Ich habe denn die Gefährlichkeit von Putin auch lange unterschätzt. Ich war Innenminister in der Zeit des Tschetschenienkriegs und habe gemeinsam mit meinem damaligen russischen Kollegen Neugaljew hieß er, geglaubt, wir würden gemeinsam islamistischen Terror bekämpfen. Ich frage mich auch, wieso habe ich Idiot eigentlich nicht mal geguckt, was die unter Terrorbekämpfung mit dem Bombardement in Grozny verstanden haben. Und da muss ich jetzt nicht auf andere sagen, und da hättest du so gut. Ich habe nach 2014 habe ich gesagt, das hat mir aber auch keinen Beifall eingebracht. Ich habe gesagt, naja, das erinnert jetzt schon ziemlich stark mit dem Einmarsch im Donbass und mit den angeblichen Urlaubern auf der Krim, nicht? Erinnert schon ein bisschen stark an die 30er Jahre, was mir natürlich die Überschrift in Nachrichtenagenturen gebracht hat, Schäuble vergleicht Putin mit Hitler. Und da war die Kanzlerin not amused, wenn man das sagen würde. Und ja, heute wird mir das natürlich gut geschrieben. Aber so, ich habe es auch nicht so gesehen, nicht? Aber es ändert sich, aber Demokratie geht nicht ohne Grenzen. Freiheit geht nicht ohne Grenzen. Die richtige Balance. Immer die Balance. Vielen Dank, noch einmal herzlichen Dank für Ihre schönen Ausführungen. Ich möchte noch ein paar Ankündigungen machen. Wir haben ja das Motto unserer Veranstaltungen diesen Herbst ist Democracy is under threat, also Demokratien in Gefahr. Und in diesem Zusammenhang haben wir einen weiteren Vortrag am 7. November von Steven Pinker über Rationalität, what it is, why it seems scarce and why it matters. In diesem Vortrag wird er auch auf die politischen Polarisierungen eingehen und den Mangel an Rationalität manchmal in der politischen Debatte. Und am 13. November haben wir das Forum for Economic Dialogue mit Democracies under Threat. Dort werden wir auch Hertha Müller, die Nobelpreisträgerin, haben, die ja in den 80er Jahren selbst unter Securitate, einem undemokratischen Regime in Rumänien, gelitten hat. Und unter anderem wird auch Daniel Ziblatt hier sein. Ziblatt hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, How Democracies Die, also warum Demokratien sterben und wie sie sterben. Und er ist ein Experte sozusagen bei der Erforschung des Untergangs von Demokratien. Da können wir sicher auch viel lernen von dem, was er hier sagen wird oder bereits gesagt hat. Also Sie sind herzlich eingeladen. Sie können jederzeit auf die Webpage gehen, sich registrieren dort. Die Veranstaltungen sind frei. Und damit möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken für das Kommen. Noch einmal bei Ihnen, Herr Schäuble, für die wirklich sehr anregenden Ausführungen und insbesondere auch für die Zuversicht, die Sie verbreitet haben, weil ich glaube, es ist in der Politik extrem wichtig, dass wir zuversichtlich bleiben und daran glauben, dass wir die Probleme bewältigen können. Vielen Dank.